Hallo und willkommen zu einem nächsten Part Far Cry 3. Ich bin's wieder, Sani438, und mit dabei wiederum der Gastmoderator, The Undertaker. Hallo und herzlich, yes, na, no, ihr wisst schon, Ballad. So. Ja? Interagieren würde ich gerne. So, und wir wollten ja jetzt Tiere jagen. Ich spiele sogar Musik. Ja, ist echt clever, dass ich mich wieder voll eindrehe. Na, bei der Musik? Ja, das, ich finde die Musik ja da ein bisschen seltsam. Also, ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, aber... Naja, da hätte ich schon noch was gemacht bei der Musik. Ja, auf der anderen Seite, es gibt eben Kulturen, die so eine Musik hören. Oh, Gott sei Dank keine Musik. Nee, warte, ich wollte eigentlich um M drücken. Sind wir schon da? Wo sind wir eigentlich? So, wo sind wir? Unterm Krokodil. Scheiße. Oder? Oder nicht? Wir sind hier. Ah, da oben sind wir. Ah, ja. Sind wir oben Krokodil. Ah, Stein, ich hab genug von der Musik. Na Mensch, jetzt sei nicht so. Ja, aber Musik, das muss mich einfach ansprechen. Ja, und jetzt gehen wir 15 Minuten rüber und ja, mit dem nächsten Part werdet ihr sehen, wie ich die Ziege erschieße. Haha. Danke. Ja, wie willst du das machen? Da ist ja keine Straße hin. Du hast einen Jeep, Girl. Hä? Ein Jeep. Das muss irgendwie wieder wo einhaken und so, oder wie? Da hinten ist eine Höhle. Hey, wir müssen mal ganz kurz tauchen gehen. Auch wenn da unten vielleicht ein Krokodil warten könnte. Aber ich sehe hier eine Vase und das heißt so viel wie, hier ist ein Relikt. Ja, es könnten aber Piranha auch sein, oder? Piranha auch? Gibt's ja Piranha. Warte mal. Da kommt wer. Ich weiß nicht, ob das Piraten oder welche von den anderen. Das ist ja cool. Okay. Macht nichts. Wenn ein Krokodil kommt, dann schaffen wir das. Einfach nur. Wir haben unser erstes Relikt gefunden. Das finde ich ganz cool. So Relikte sammeln, finde ich. Von 120. Ja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wieso mussten wir jetzt gerade Escape drücken? Da stand doch drück Escape, oder? Hey! Hey, guck mal! Das ist doch Schwarzleder, oder? Ein Ziegenmädchen. Ja, oder so ähnlich halt. Die anderen beiden. Oder nehmen wir die anderen beiden jetzt gleich? Ich traue mich nicht drauf, weil das so schnell rennt. Hey, warte mal. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Meinst du beide, ja. Direkt im Baum? Fuck. Wo schießt denn du hin, um ich Gottes Willen? Nicht. Voll daneben. Die uns. Toll, es kommt immer was dazwischen, oder? Jetzt kann ich die noch ausrauben. B
benutzte Nadel. Danke. Plünder nicht möglich. Brieftasche voll. Ja, darum kümmere ich mich gerade, Junge. So, wo ist denn jetzt denn das Schwein hin? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. So, wo ist das Schwein? Genau, bei dem Baum waren wir. Ich bin jetzt echt angepisst irgendwie. Also, ich will es nur sagen. Das hatte ich. Nee, ich habe es schon vorher nicht liegen sehen. Ja. Beerdigt. Unterm Baum. Da kann man nur sagen, Weilbaum. Ja. In Hocke. Das gibt's nicht. Wir helfen dir. Wo ist der andere? Ich hab nichts gegen dich. Ich kämpfe mit dir. Der baut jetzt bestimmt Vertrauen zu uns auf, oder? Diese Typen nerven. Schau, ich komme nicht mal zum Schweinejagen. Ich hasse Piraten. Blinder nicht möglich, Brieftasche voll. Ach ja, hab ich vergessen. Wo ist das Schwein, was wir hatten? Wo ist es verdammt nochmal? Der weißt du, egal was jetzt dazwischen kommt. Wenn ich jetzt ein Schwein habe, ich plündere sofort. So. Das kugelt über den Hang hinunter. Schweinsleder so. Und das setzen wir jetzt sofort an. Nein, warte. Na, du brauchst zwei. Nein, ich brauche eins. Jeweils. Hoffentlich respawnen die wieder. Super, ich habe auch so. Da kann man euch voll gut sehen. So mitten im Gebüsch. Gibt's nicht, da hinten ist schon wieder so ein Pirat. Das ist mir jetzt egal, ob du mich anschießt. Doch blind, oder? Gibt's nicht, oder? Gibt's nicht. F. Sag mal, regnet's grad? Es regnet doch. Es regnet überhaupt gar nicht. Geh mal zur Straße, da ist die volle Lacke, da regnet. Du bist echt lustig, oder? Ich geh jetzt bestimmt nicht zur Straße. Schau mal, was für einen Heilwert ich habe. Ich muss mich echt mal heilen, ich muss mal wieder zu mir kommen. Da kommen tausende von Piraten, ich muss mich verstecken. Toll, Sackgasse. Die rufen die Piraten, wenn ich welche da schieße, rufen die neue. Erstmal hören, erstmal. Warum erschießt das? Warum kannst du nicht reden mit ihnen? Weil mit denen ist einfach nicht zum Reden. Seid ihr liebe oder böse Piraten, muss dann? Ja, versuch's mal selbst dann reden, Alter. Ja, keine Verlachen. Na? Eins wird benötigt, aha, guck mal. So, bis zu 2000 Dollar, na, das geht dann. Was brauchen wir? Kasuar-Leder, aber um das kümmere ich mich später, wenn ich mal die Tiere gesehen habe. Was für ein Leder? Wahrscheinlich das von, sieht aus wie ein Pfau oder so. K-
Kasua-Leder. Okay. Egal, das schauen wir mal, wenn wir die Tiere mal auch gesehen haben auf der Tasche, aber ich würde sagen, auf der Map. Mhm. Aber ich würde sagen, 2000 reicht fürs erste Mal. Spritzentasche war nicht schlecht. Fünf Spritzen, okay. Sieben Spritzen. Na, muss man die jetzt... Benötigen dreimal Hundefell. Okay, das werden wir mit der Zeit schon schaffen. Da können wir das auch mal machen. So, was... Brieftasche haben wir uns gerade vorhin kümmert. Waffenkurt. Zahnlässig Gegenstände. Tapierfell, okay. Zurück. Weißt du, was ich noch nicht ganz kapiert habe? Ich meine, wie speichert man da eigentlich in den Spielen? Checkpoints. Checkpoint, okay. Ziegenfell, Ziegenfell. Okay, und das kümmern wir uns noch. Munitionsbeutel. Wir haben sich auch nicht. Wildschweinfell. Haben wir das nicht? Oder wir hatten es. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich. Die machen also tatsächlich einen Unterschied zwischen Hausschwein, eben Schweineleder, oder einem Fell, eben Wildschweinfell. Aha. Ja, klar. Schweine sind kein Schwein. Wurfgeschoss, Sprengwaffen, Brennstoff, Raketenbündel. Ich würde sagen, die vier, damit warte ich noch, weil das sind dann eh dann Waffen, die kommen mit der Zeit im Spiel. Aber Missionsbeutel wäre schon ein bisschen praktischer. Also um Wildschweinfell werden wir uns noch kümmern und um Ziegenfell. Der Rest ist dann so... Also ich würde sagen, so richtig praktisch wäre ein Waffengurt. Ein Waffengurt würde ich schon begrüßen. Weil zwei Waffen, ja, weißt du so... Ja, Ziegenfell. Ja, und Munitionstascherl ist auch immer zum Empfehlen, ja, wenn man schon Waffen hat. Habe ich ebenfalls gesagt. Ja, ich weiß. Deswegen kümmern wir uns ja auch um Wildschweinfell. Ja, aber wegen dem Munitionsbeutel wollte ich noch sagen. Oh Mann. Und um ein grünes Blatt wäre noch toll. Ja, und auf jeden Fall den Munitionsbeutel. Oh Gott. So, ich will ja nichts sagen, aber irgendwie... Stehen wir hinterm Busch. Ja, das ebenfalls. Schau dir mal an, was sich hier angesammelt hat. Nur weil wir kurz jagen wollen. Da ist ein Brief. Ah ja, schauen wir gleich. Dorthin müssen wir als nächstes. Warte, was brauchen wir nochmal? Ziegenfell und Wildschwein. Genau. Wo ist ein Wildschwein? Sehe ich nicht ganz. Da müssen wir dann auch wieder. Wir müssen rumlaufen. Dann auch wieder die Map und so machen. Ich habe nur Muni, ich will es ja nur sagen. Ja, eben, deswegen sage ich ja. Müsste hinter dir liegen, der Brief, oder? Hinter. Ah ja. Toll. Schaffen wir nie. Nee, schaffen wir nie. Müssen wir anders hochkommen. Kannst du in dem Game eigentlich Nacht werden? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, aber ich schätze schon, ja. Was ist da rum? Ne, da müssen wir anders hoch. Mhm. Da wird man nicht von allen Seiten verfolgt. Ja, ich kann mich jetzt nicht auch noch um den Brief kümmern. Meine Güte. So viele Sachen.
Ui, wird nicht gehen, wird nicht gehen. Wird was nicht gehen? Dass wir Ziegenfell haben. Weil wir haben keine Muni mehr. Ja, aber du solltest ein Messer haben. Können wir uns wirklich so nah an die Ziegen heranschleichen? Na, eine Ziege ist ein Haustier. Dinger knarren so total unheimlich. Ah, Wölfe, ja. Ich wünsche mir auch sonst nichts. Wenn ich hier schon keine Muni habe. Wie komme ich jetzt zur Muni? Na, ich hätte die Piraten, die du mehr gemacht hast, hätte ich durchsucht. Ja, mit einer vollen Brieftasche. Achso, ja, habe ich ja schon gewechselt. Was ist das da hinten? Mein Gott, wo bist du hier? Beim Dorf. Mhm. Also wo du... Grünes Blatt. Wo du deinen Unterschlupf hast. Genau. Quasi. Ja, dort hast du einen Kasten, da kannst du was kaufen. Kannst du Munition kaufen, oder? Ja, schon. Ich finde es so blöd, dass es keine Karten gibt, wo man so sehen kann, wo welche Pflanzen sind. Dass man die erst so suchen muss. Irgendwie. Na, vielleicht kann man sich da eine erhandeln oder so. Ja, da stand eh vorher so 8 neue Karten verfügbar. Oder da müsste es auch Muni kriegen. Wenn du mal reinkommst durch die Tür. Munition. Was habe ich eigentlich für eine Waffe einstecken? Na, warte mal. Inventar auffüllen. Die Munition für alle ausgerüsteten Schusswaffen, Wurfwaffen und Sprengstoffe mit 20% Rabatt auffüllen. Mhm. Ja, die machen es da im Prinzip ziemlich einfach hier. Weil du hast hier nur Pistolenmunition, MP, Schrotflinten, Sturmgewehr, Scharfschützen und ich würde mich mit Haut und Haar für Sturmgewehrmunition entscheiden. Ja, aber ist es das Richtige? Ich hoffe. Normalerweise ist die Waffe, was du hier hast, ein Sturmgewehr. Schauen wir mal. Diese Funktürme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Moment. Das war's. Okay, gut. Warte mal, 30 Schuss sind schon ein bisschen wenig. Ja, ich kaufe ihn noch eins. Weil mit so einer Waffe schießt man auch nicht so auf Dauerfeuer, einfach linke Maustaste, bis Magazin leer ist, sondern man gibt kurze Vorstöße, weißt du? Felder bräuchte ich noch zweimal eins. Rotes Blatt, grünes Blatt. Warum ist das so verzerrt alles? Komisch. Tiere zu verkaufen? Auch rein, damit du nicht vom Fleisch. Wiedersehen. Und trotzdem isst du es. Wo lieb, dass das Affen sind. So, Herstellung. Fähigkeiten? Herstellung. Jagdinstinkt, wieso nicht? Ah, T
Tees, Stern. Habe ich auch total vergessen, dass man Sterne schießen kann. Gott, da kann man so viel machen. Na, 8 und 7. Herrlich. Okay, sagen wir 8 ist die Jagd. Ja, machen wir das so. 8 ist Jagdinstinkt. Und Kampf. Kannst du nur das Blatt benötigt? 2 sind 5. Und 7 ist Kampf. Also, hier 7. Zitieren. So, wir haben zweimal. Gut, dann haben wir nämlich uns bei dem Spritzen mal ein bisschen beschäftigt. Ich habe total vergessen, wir brauchen. Was brauchen wir nochmal? Waffengurt. Einmal Ziegenfell. Zweimal Wildschweinfell, ja genau sowas. Ziegen Wildschwein. Fertigkeiten schaue ich mal gar. Was kann man da eigentlich sonst noch so machen? Ah ja, da müssen wir nämlich als erstes das abkochen, damit wir da weiter. Aber schauen wir mal, was wir da an sich noch halten. Hüftschütze. Verbesserte Treffsicherheit mit Pistole beim Schießen aus der Hüfte. Ich habe so und so schon keine, also keine Treffersicherheit. Was soll da noch verbessert werden? Ja, damit ist gemeint, dass du im Prinzip besser das Ziel triffst, wenn du schießt, ohne mit der rechten Maustaste anzuvisieren. Ah, okay. Hergestellte Spitzen wegen 25% länger. Ein Shift, um das Fadenkreuz beim Ziel mit einem Zielfernrohr zweimal länger stabil zu halten. Wirfst du dich auf einen Gegner und tötest ihn? Das ist aber nicht so uninteressant. Ja, aber wann kommst du vom... Ich meine, ich weiß nicht. Wirfst du dich auf einen Gegner? Wann springst du von oben auf einen Gegner? So, wir haben das ausgebildet mit der F-Attacke, die wir schon, sagen wir mal, oft eingesetzt haben. Was hätten wir sonst noch? So, Eisenflanke. Du verringerst den Schaden, den du durch Explosionen erzielst, um 50%. Erleidest, oder? Also, erleidest. Das ist eigentlich, ja, wenn mal eine Explosion kommt. Du erhältst ein zusätzliches Gesundheitsfeld. Teilweise gelehrte Gesundheitsfelder, die regenerieren sich 50% schneller. Das kann aber auch, kann ich mal so unhilflich sein. Ach, das kann man auch noch updaten. Verbessert erste Hilfe. Wenn du keine Medizin hast, halte Q mit erster Hilfe, 2 Gesundheitsfelder zu heilen. Das war auch gut. Also das, auf Gesundheit bin ich so eher. So Mönchbasis. Ah, C, das habe ich irgendwie noch gar nicht verwendet, aber es... Mönchbasis. Da hört man wieder mal Diablo Zocker. C, das darf ich nicht vergessen, diese ganzen Shortcuts. Okay. Grüner Daumen. Du erntest doppelt so viele Gegenstände von Pflanzen. Das ist geil. Schwimmprofi. Du kannst 25% schneller schwimmen, wenn du den Geschifftaste drückst. Und das hier... Sprintnachladung. Halte R gedrückt, um deine Waffe beim Sprinten nachzuladen. Ja, wenn man halt sonst nichts hat. Ich bin entweder für grüner Daumen oder doch für... Obwohl, ich glaube, das kann ich noch gar nicht updaten. Weil guck dir das mal an, das ist ein geisterhaften. Ich glaube, das ist eher so, was am nächsten wäre, wenn du die nächsten Missis machst. Also entweder grüner Daumen
Ein Gesundheitsfeld oder dieses 50% schneller regenerieren. Wenn ich bloß wüsste, was. Na, musste ich jetzt schon entscheiden? Ja, also es wäre... Überleg mal, dann könntest du das jetzt schon nützen, wenn du dich entschieden hast. Ja, das stimmt schon. Adrenalin, ich finde das nicht so schlecht. Ja, nur wenn ich jetzt bei einer Pflanze vorbeikomme, das ist eine grüne Pflanze. Mhm. Und dann kriege ich schon zwei grüne Blätter, kann man schon zweimal Gesundheitsding machen. Ist auch nicht so schlecht. Ja, sicher ist nicht so schlecht. Auf der anderen Seite, das mit dem Adrenalin, das arbeitet permanent, ne? Es ist eine schwere Frage. Okay. Ja, ich bin eindeutig Hai und Spinne. Weil das hier, ich weiß nicht, das ist nicht so meins. Zurück. So, die Sandel wird wahrscheinlich schon durch sein. Also würde ich sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Ob wir im nächsten Part die Story weitermachen oder jagen gehen oder irgendwelche anderen Quests, kann ich euch noch nicht sagen, weil ich noch überhaupt keine Ahnung habe. Was ich, das werde ich ganz spontan entscheiden. Ist auf jeden Fall ein cooles Game und ich meine, dass nach ein paar wenigen Spielminuten, ja, dass man schon so mitten im Geschehen ist, finde ich cool, finde ich echt cool. Also, dranbleiben, Leute.